Na hallo, werte Jobcenter-Agentur. Grüßt euch. Ja, mal ein bisschen was zum Schmunzeln. Irgendwie kommt es mir da so vor, ne? Seitdem da der OPPD raus ist, dass ihr versucht abzukassieren, wo es nur geht. Ne? Und ich will euch jetzt hiermit nicht auf den Sack treten, ne? Keinen Fall. Aber ich finde schon, dass es für die Geschichte gar nicht mal so schlecht ist, das ein bisschen festzuhalten, ne? Damit unsere Kinder und die Enkel dann auch mal live sehen, wie wir total abgezogen worden sind, verarscht worden sind, ausgenommen worden sind und wie wir es haben mit uns machen lassen, muss ich auch dazu sagen. Ne? Ich meine, ich bin ja zu denen hingerannt, habe einen Antrag gestellt und ja, habe somit alle meine Rechte abgegeben. Aber es ist trotzdem mal interessant, dass die dir überhaupt keinen Spielraum geben. Ne? Hier geht es nämlich darum, dass ich meine Einladung bekam. Und nicht mal 24 Stunden später hätte ich zu dem Termin dann dort sein sollen. Ne? Und da habe ich natürlich einen Widerspruch geschrieben. Ne? Und jetzt kam die Begründung, ne? Dass der nicht zulässig ist. So, und zwar hier steht es nochmal. Ne? Der Widerspruchsführer wurde am Schreiben von Bababa aufgefordert, sich am 8.1. um 10.45 Uhr im Raum 111 zu melden. Mhm. Okay, so, und meine Einladung habe ich bekommen, ne? Am 7.1. habe ich meine Einladung bekommen um 12.20 Uhr. Das heißt, keine 24 Stunden, bevor ich hätte dort sein sollen, kam die Einladung zu mir. Und jetzt hat mich das insgesamt im Monat dann 40 Euro gekostet. Tja, was sie mich dadurch gesenkt haben. Ich werfe das jetzt einfach mal ins Internet hier rein. Ne, wie gesagt, ich habe es eher gemacht für die Nachfahren dann mal, falls es hier irgendwann mal alles vorbei sein sollte, dass die ein bisschen was zum Schmunzeln haben. Ja. So, da ich ja keinen Bock habe, ne, meine juristische Person da irgendwie vors Gericht zu zerren, nach 9-11 Chemnitz zu schicken, habe ich auch keinen Bock. Naja, also Herr Gotzmann, ich nehme das mal so an als Info und bin gespannt, was euch als nächstes einfällt. Gotzmann, krass. Und wisst ihr was? Das ist ungefähr so 60 Jahre her. Da gab es meinen Uropa, den Erich Kiesling. Und der hat damals auch ziemlich lange an dem System mit festgehalten. Der war so ein Buchhalter gewesen in Leipzig, in so einem Flugwerk für Hitler. Naja, jedenfalls ist er dann nach Bautzen gekommen. Und war einer von den 1000 Leuten, die da wieder rauskamen, nachdem er seine Kollegen gegessen hat. Ich glaube, aus der Story habe ich etwas gelernt.